Hey, herzlich willkommen bei Boas Vlogs. We are back again with another video. Social distancing by Corona is real, deshalb sind wir gerade nicht im selben Bild, but you know, we are social distancing, wow. Distancing. Und heute sind wir zurück mit einem neuen Video. Franklina, was machen wir heute? Afrobeats Song 2020. Yes, updated version, let's go! Let's go. Ja, dieses Jahr Corona, weißt du, man war zu Hause, man konnte nicht auf Partys gehen, aber trotzdem konnte man zu Hause eine eigene Party feiern. Und ein Song, was dieses Jahr wirklich durch die Decke gegangen ist, ist Party with a Jagaban von, wie heißt sie? Boah, ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Midas the Jagaban. Midas the Jagaban. Ja, ich glaube, sie ist ein neuer Künstler aus Nigeria. Künstlerin? Sorry. Sie ist eine neue Künstlerin aus Nigeria und ich muss wirklich sagen, bevor wir überhaupt richtig anfangen, muss ich sagen, Nigeria... Ey, baddest in the game. Wenn es um Musik geht, Nigeria... No size, no level. Nigeria top Gesell. Wirklich. Also ihr habt uns das Jahr wirklich verschönert. Danke. Das Jahr, jedes Jahr. Jedes Jahr, aber weißt du, Midas the Jagaban hatte dieses Jahr zwei krasse Songs. Und zwar Party with a Jagaban und Come We Bill Eh. TikTok-Hit. Ich kann diesen Tanzmove nicht machen. Ich kann das nicht. Aber Come We Bill Eh war so ein Song, was auf TikTok voll durchgestartet ist. Und ist einfach ein gute Laune-Song, einfach ein Song zum Tanzen. Oh, die Stimme ist so nice und es hat irgendwas. So if you're sad, just listen to, you know, Come We Bill Eh and you feel the African rhythm, the African vibes through your headphones, yes. Ein anderer Song, ich kann den Song ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber afrikanische Eltern lieben diesen Song. Inklusive mir, dieser Song ist lit. Ratet mal, welcher Song das ist. Hey, dazu gibt es einen Tanz und das ist perfekt für Familienfeiern und so. Ja. Auch ein gute Laune-Song. Der ist ursprünglich aus Südafrika, wurde dann geremixed mit Burna Boy. Ihr wisst selber, Burna Boy hat den Song wieder ein bisschen gepusht. Das war auch eine Single, die dieses Jahr überall zu hören war. Even on the radio in Deutschland? In Deutschland. Can you imagine? Yes. So, Jerusalema. Wir sind ja in Deutschland, wir sind Afrodeutsch. YeboahsVLOGS ist ein afrodeutscher Kanal und ich muss natürlich meinen deutschen Brüdern und Schwestern ein bisschen Credit geben. Deshalb, der nächste Song. Chiefdada. Sommer Feeling, ist ein junger neuer Künstler aus Köln, der Afrobeats macht, Deutsch, Rap, Hip-Hop, you know, Chiefdada. Yes, you know, we bring in the vibes. Deutschland, ich bin so stolz auf alle aus Deutschland, die wirklich etwas machen, because früher war es immer so, ja, zieh nach England, zieh nach Amerika, zieh nach Afrika, weil in Deutschland kann man es nicht schaffen. Please, Black Lives Matter, tell them I'm a riot, you know. So, this year war wirklich so das Jahr, wo ich gesehen habe, auch an Kampagnen und so, dass schwarze Leute wirklich mal aus sich selber rauskommen und sagen, wir sind hier. So, Chiefdada, shout out to you. Well done. Ja, thank you for this song. Yes, yes, yes. Richtig gut. Jetzt schalten wir zu Franklina. So, dieses Jahr kamen drei, also top, wie soll ich das sagen? Dieses Jahr kamen drei gute Alben raus. Gute, also ich fand nur eine davon gut. Oh. Das war Es kam ein Album von Burna Boy raus. Twice as Tall von Davido, A Better Time und Wizkid, Made in Lagos. Und dreimal könnt ihr raten, für wen ich es am besten fand. Wizkid, sein Album war einfach top. Wizkid schon mal gar nicht. Ich sag das so! Wizkid! 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 Magie! Sein Album Jagaban von Song 1 bis Song, was weiß ich, einfach lit. Made in Lagos. Wieso? Weil Nigerianer, they run the world. They run the music industry. Ja. Made in Lagos. Und ich finde es auch so cool, dass wenn diese Artists, wenn die so groß werden, dass sie nicht vergessen, woher sie kommen. Ja, weißt du, das Album hat sehr viel mit seiner Geschichte zu tun und, you know, allein der Titel, Made in Lagos. Weißt du, it's putting Africa on the map. So, Wizkid, thank you for this album. Ein Album hast du nicht erwähnt. Tiwa Savage. The Queen! Tiwa Savage. Diese Frau ist so talentiert und, like, sie ist I love her. Tiwa, if you watch this, I love you. Ein Song, den man sich wirklich von dem Album anhören muss, ist Koroba. I don't come this life to suffer. Hey, if I follow a politician, then I'm calling prostitution. Hey, who don't like enjoyment? Enjoyment. It's money there for pockets. Pockets. Und wenn ihr euch das Video von uns vom letzten Jahr angeguckt habt, dann haben wir da auch über Tiwa Savage geredet. Und zwar über den Song For Tonight, 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 Standing on My God. Und Tiwa hat sich nicht geändert. Sie redet immer noch über Politik, redet immer noch über Dinge, die in Afrika abgehen. Deshalb sagt sie, I don't come this life to suffer. If I follow politician, they go call it prostitution. Das heißt, wenn ich einen Politiker unterstütze mit seinen Kampagnen und so, werden Leute, die außenrum sagen, dass ich mit dem Politiker schlafe. Und so ist es leider in Afrika. Ja. Ich habe nicht mal so weit gedacht. Ja. Und ey! Und sie redet halt in ihrer Musik wirklich über Dinge, die in Afrika passieren, und das liebe ich so an ihrer Musik. Deshalb ist sie auch von Times Magazine zu einem der besten 10 Alben von 2020 erwähnt worden. War das? Also Wizkids Album? Wizkid Album! 1. Tiwa Savage? 2. Jetzt muss ich zwischen Burna Boy und Davido entscheiden, und ich würde den Platz 3 an Davido geben, to be honest. Weil Burna Boy Twice as Tall, ich fand's echt nicht. Das letzte Album von ihm, wie heißt es nochmal? African Giant. African Giant war 2019 das beste Album ever. Aber das, was er dann danach gebracht hat, Twice as Tall, sorry, aber flop. Was fandest du an Davidos Album gut? Er hatte ein Feature mit Nicki Minaj. Nicki Minaj. Der Song war Bombo klart. Mugeez. Mugeez von R2Bees. Bombo klart. Refuse to be Broke. Ganz genau. Ein Feature mit Tiwa Savage. Bombo klart. Ein Feature mit Mayorkun Baby. Wie heißt der? Also ich kann deinen Namen nicht aussprechen auf den. Wer ist das? Mayorkun. Mayorkun. Danke. Mayorkun. Mayorkun Baby. Und er hat auch noch richtig viele andere Features mit Lil Baby, aber der Song ist wack. Der Song mit Lil Baby? Burna Boys Album. Das Ding ist, was man ehrlich sagen muss, es ist kein schlechtes Album, aber wenn man Burna Boys Album davor gehört hat und wenn man es vergleicht, dann ist dieses Album zu westlich. Aber das Ding ist, er wurde einfach nominiert für einen Grammy mit dem Album. I don't understand. Weil es ist eine gute Produktion und es ist ein, es ist sehr westlicher Afrobeat. Wisst ihr, wie ich meine? Aber Tiwa Savage genauso, warum wurde sie nicht nominiert? Aber wie gesagt, das Album, das waren die Top-Alben, die dieses Jahr waren, für mich und für Franklina. Celia, Made in Lagos, A Better Time. I wish A Better Time would come, because 2020 ain't it. Twice as Tall. Wenn wir aber über Afrobeats reden, dann müssen wir auch über ein Album reden, über das wir im letzten Video schon gesprochen haben, und zwar The Gift von Beyoncé. Und Beyoncé hat dieses Jahr Black is King rausgebracht. Und ich war so stolz, als ich das Musikvideo für Already gesehen habe. Long live the King, the King in the Except for Life. Mit Shata Wale. Shata Wale ist ein ghanaischer Künstler. Und er hat uns so stolz gemacht mit dem Video. Und Beyoncé hat den Song für schwarze Jungs geschrieben, weil in Amerika werden ja sehr viele schwarze Jungs von der Polizei erschossen und so. Und sie sagt mit dem Song, You're already a king. Du bist ein König, dein Black is beautiful, you're already a king. Geh deinen Weg und du wirst dahin kommen, wo du hinkommen sollst. Weißt du, wie ich meine? Und das ist einfach so eine schöne Message. Und wer Black is King noch nicht gesehen hat, bitte schaut es euch an, weil das war so ein krasses Projekt und das ist so ein internationaler Star. Das Geld, was sie von Disney bekommen hat, in den Film reinsteckt, sodass sie selber kein Geld damit macht, ist einfach unglaublich und ich bin dankbar dafür, dass ihr das gemacht habt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns unten in den Kommentaren wissen, was eure Favorite Afrobeat Songs und Alben des Jahres waren. You know, sagt uns unten in den Kommentaren, was ihr noch von Franklina und mir sehen wollt. Hier ist das Video von Always Caro, wo sie über ihre Lieblingsfilme redet. Hier ist das Video, wo wir als Gruppe über Coronavirus reden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.